Hola, ¿qué tal, amigos? What the fuck? Und einen wunderschönen guten Morgen aus Mallorca, immer noch in Mallorca. Wir fahren heute nach Palma mit dem Bus. Also eigentlich wäre die Veranstaltung immer noch, aber wir haben uns heute dazu entschieden, dass wir da nicht hingehen, als einzige von unserem ganzen Haus. Und deswegen fahren wir jetzt zu zweit nach Palma. Ihr habt uns ja auf Instagram ganz, ganz viele Tipps gegeben für... Oh, schau! Oh, der hat so eine Glocke dran. Wie süß. Aber was soll ich sagen? Genau, für vegane Restaurants, vegane Cafés. Und jetzt, glaube ich, kommt der Bus. Okay, das war jetzt irgendwie offensichtlich doch nicht der Bus. Wir starten nämlich auf der falschen Straßenseite. Aber ich hoffe doch, dass der bald kommt. Und anscheinend fahren wir von Santa Ponsa nach Palma 1,5 Stunden. Wir haben jetzt ungefähr Viertel nach, wie viel ist es? Also es ist eigentlich genau Viertel nach 1, sehe ich gerade auf Maxis Uhr. Und wenn wir 1,5 Stunden fahren, wie auf dem Plan steht, dann sind wir um 2:45 da. Was aber auch passt. Und heute soll noch so eine Party sein. Oder werden wir uns dann mit den anderen später treffen. Ich hoffe doch, dass wir da auch hinfinden. Wir wollten uns übrigens auch eigentlich ein Auto nehmen. Aber es ist erstens total teuer. Auch für einen Tag lohnt sich das irgendwie kaum, weil wir fliegen ja morgen zurück. Die Bushaltestelle ist auch direkt vor unserem Haus. Deswegen, ja, fahren wir jetzt mit dem Bus. Und es ist auch deutlich günstiger. Wir haben jetzt geguckt, von Santa Ponsa, wo wir jetzt sind, bis nach Palma kostet die Fahrt 3,50 Euro. Das ist echt günstig. Das ist wirklich günstig. Also für zwei Personen sind es dann 7 Euro. Und für das Auto hätten wir bestimmt, ich weiß es nicht, 50 Euro oder so bezahlt. Bestimmt. So Leute, wir sind jetzt angekommen und irgendwie das Wetter ist gerade nicht so geil. Und ich bin jetzt auch gerade irgendwie im Bus eingepennt, obwohl es richtig kalt war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid. Echt, die meisten Busse sind sowas von überkühlt. Also die hauen die Klimaanlage sowas von hoch. Das ist so krass, mich hat so gefroren, dass ich jetzt schon... Max hat sogar schon jetzt meine Weste an, weil ich so kalt ist. Mir ist echt so kalt gewesen in dem Bus. Da bin ich noch weggepennt und jetzt sind wir endlich da und wir stehen vor der Kathedrale von Mallorca. Und das ist schon eine geile Aussicht, oder? Also finde ich schon extrem cool. Wir sind nicht auf dem direkten Weg hierher gefahren, sondern wir haben noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht bei einer Pizzeria. Wir sind da vorbeigefahren mit dem Bus und ich habe die Pizzeria gesehen. Und ihr wisst es ja, ich bin so ein kleiner Pasta-Pizza-Fan. Die sah echt sehr, sehr gut aus. Wir sind dann ausgestiegen vom Bus, sind dann rein in die Pizzeria und da war wirklich, ich habe euch ja schon mal erzählt, ich habe in Vietnam die beste Pizza der Welt gegessen. Nein. Hier gab es die beste. Wirklich, die war so lecker. Oh mein Gott, war die gut. Wirklich, also puh. Wir verlinken euch die Pizzeria mal unten in der Infobox, also wie das dann hieß und wo das war. Wir haben leider vergessen, dort zu filmen, weil wir einfach zu hungrig waren und dann gar nicht mehr dran gedacht haben. Können wir vielleicht einfach mal noch ganz kurz auch deine schöne rote Nase in Szene setzen? Schaut mal, ich habe so einen bösartigen Sonnenbrand von der Bootstour gestern. Alter, habe ich mich verbrannt, hey. Ich glaube, es fängt zu regnen. Aber ich hatte halt die ganze Zeit die Käppi so und dann meine Sonnenbrille auf und dann war halt nur die Nasenspitze so in der Sonne. Das sieht echt kacke aus, seid ehrlich. Wir gehen jetzt noch in ein veganes Café, denn es hat nämlich jemand auf Instagram uns geschrieben, dass wir unbedingt hier auf Mallorca so ein ganz bestimmtes veganes Café ausprobieren sollen und da gehen wir jetzt hin. Wir haben jetzt ein ganz, ganz schickes Café gefunden und jetzt kommt auch noch irgendwie die Sonne raus und es ist viel, viel wärmer. Ich habe mir jetzt extra eine Jacke oder beziehungsweise so ein Hemd geholt, weil es echt kalt war und jetzt kommt die Sonne raus. Wir haben uns jetzt hier so Oliven mit Brot geholt, so Tapas nennt man das hier. Wir wollten ja eigentlich ein veganes Café, aber leider hatte das zu, weil heute ist ja Sonntag. Alle zu, gell? Wenn wir irgendwie in der Stadt sind und suchen ein veganes Café, meistens haben die alle zu so. Und die Lisa ist halt immer auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also such mal in der Stadt, wo du noch du nie warst, immer mit. Ein veganes Restaurant. Das ist echt nicht so einfach. Nicht so einfach. Aber das war jetzt hier auch nicht so schlecht. Ich hätte mir auf jeden Fall Palma nicht so vorgestellt. Die Bauwerke und so, auch die Häuser, sieht echt richtig cool aus, gell? Das ist eine richtig schöne Altstadt. Ja. Thank you.
Ja, das war heute ein wirklich schöner Tag hier in Palma. Und ich bin echt positiv überrascht, wie schön Mallorca ist. Also ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte, das ist so Ballermann, Saufen. Aber irgendwie überhaupt nicht. Ja. Es ist voll entspannt, voll ruhig. Es ist so schön. Schau dir mal an, wie schön das Wetter jetzt auch wieder geworden ist. Voll geil. Bei dem Bleihimmel und auch mit der Kathedrale im Hintergrund. Also es ist schon sehr beautiful. Echt schön. Wir warten jetzt noch auf den Bus und dann geht es wieder zurück nach Santa Ponsa zu unserer Finca. Und dann haben wir schon mit den anderen geschrieben, die wollen alle auf eine Hausparty gehen heute. Und da sind wir natürlich dabei und freuen uns auch schon riesig drauf, oder Lisa? Yes. Freust du dich auf die Hausparty? Ja, ich freue mich. Sehr gut. Dann ist auch schon unser letzter Abend. Dann war es das auch schon wieder für Mallorca. Wir fliegen ja morgen schon wieder zurück, wieder mit Lauder Motion. Und ich bin mal gespannt, wie das mit der Fluggesellschaft so abläuft, weil ich habe jetzt im Internet gelesen, dass Lauder Motion, dass die Flüge teilweise ausfallen. Ich hoffe, dass unserer da mal nicht betroffen ist von. Ja, mal gucken. In 2 Wochen geht es ja für uns schon wieder weiter. Wir haben nämlich ein Riesenprojekt geplant, aber da erzählen wir euch mehr dann, wenn wir wieder in Deutschland sind. Ja, und bevor wir jetzt das Video beenden, möchte ich noch jemanden grüßen. Und heute grüßen wir den Stefan Ostermann. Vielen lieben Dank für deine Kommentare, die du uns immer schreibst. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt uns einfach einen Kommentar und dann grüßen wir euch. Und dann war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und hier könnt ihr wie immer unseren Kanal abonnieren und hier kommt ihr wie immer zum letzten Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Außer Lisa, du hast noch was. Nö. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi, Kowski.